Hallo und herzlich willkommen zur Kaffeefahrt ins Darknet mit Katrin Schröder-Jarros und Isabel Ewald. Ich bin Sylvia und möchte euch vorab ein paar Hinweise zum Ablauf geben. Unsere Reise dauert circa 35 Minuten. Für Fragen wechseln wir im Anschluss in einen Big Blue Button Raum. Der Link wird am Ende der Reise als QR-Code eingeblendet und lautet https://events.hexen.org/awesome_ada.html. Auf unserer Reise erklären uns Katrin und Isabel, was dieses sagenumwobene Darknet eigentlich ist, wie man dahin kommt und was es zu sehen gibt. Achtung, hier noch eine Content-Warnung. Es werden sensible Inhalte gezeigt oder angesprochen in Bezug auf Waffen, Drogen und Missbrauch. Während des Vortrages könnt ihr Fragen auf Twitter oder Mastodon über den Account HexenC loswerden oder im Nachgang im direkten Gespräch im Big Blue Button mit Katrin und Isabel stellen. Katrin und Isabel beschäftigen sich schon länger damit, die Herausforderungen der Digitalisierung aufzuarbeiten, auch für all diejenigen, die weniger mit IT zu tun haben. Zusammen machen sie das in ihrem Podcast Mind the Tech. Katrin ist Softwareentwicklerin und Isabel Tech-Kommunikatorin. Soweit nun. Ich habe eine Tasse mit Kaffee hier stehen, freue mich, das Steuer an Katrin und Isabel übergeben zu dürfen und wünsche uns nun allen eine spannende Reise ins Darknet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Kaffeefahrt der besonderen Art, einer Kaffeefahrt ins Darknet, einer Remote-Kaffeefahrt ins Darknet. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, auf der Bühne der Hexen im Rahmen des RC3-Kongresses diesen kleinen Vortrag anbieten zu dürfen. Wir fühlen uns sehr geehrt und wer sind wir eigentlich? Das sind hier auf dem rechten Bild zu sehen Katrin und links Isa, das bin ich, die jetzt gerade in diesem Moment zu euch spricht. Und wie man sehr unschwer erkennen kann, haben wir eine besondere Verbindung zu Studiomikrofonen. Das hat natürlich einen guten Grund, denn die Katrin und ich haben im Mai 2020 den Cybercrime-Podcast Mind the Tech True Crime aus dem Internet gestartet. Ja, wir mischen mit in der Riege der True Crime-Podcasts, aber die kleine Besonderheit bei uns ist die, dass der Tatort bei uns in der Regel das Internet ist. Im Podcast, wie gesagt, kann man auf allen gängigen Plattformen hören. Ihr könnt uns auch gerne online besuchen auf mindthetech.de, aber genug erstmal der Eigenwerbung. Wie ist jetzt diese Verbindung zwischen einem Podcast und einer Remote-Kaffeefahrt ins Darknet? Nun, wir sprechen ja Tag ein, Tag aus oder beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit Cybercrime. Wie gesagt, während der Aufzeichnung, wenn wir recherchieren, also irgendwie den ganzen Tag ist immer nur Cybercrime bei uns Phase. Und da liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass das Darknet da natürlich eine riesengroße Rolle spielt. Es ist unter anderem der Ort, in dem kriminelle Machenschaften stattfinden. Es ist aber auch ganz oft der Ort, in dem kriminelle Machenschaften ihre Anfänge nehmen. Und deshalb sind wir auch irgendwie immer mit dem Darknet in Verbindung. Und ich glaube, ich lüge nicht, Katrin, wenn ich sage, dass wir ganz, ganz am Anfang, wie viele Menschen auch, ein etwas verquertes Bild vom Darknet hatten. Ja. Auch wir sind so ein bisschen diesen typischen Stereotypen so ein bisschen, ja, nicht verfallen, aber wir haben an die geglaubt, wir haben diese ganzen Mythen für wahrgenommen und mussten natürlich dann irgendwann feststellen, als wir uns dann zwangsläufig damit beschäftigt haben, dass dem gar nicht so ist. Man könnte sogar fast sagen, das Darknet ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und um genau diese Missverständnisse geht es heute in diesem Vortrag. Es geht konkret darum, diese Missverständnisse aufzulösen. Deshalb ist das hier kein Hardcore-Deep-Talk, also Hardcore-Konnoisseure würden sich wahrscheinlich ein bisschen langweilen. Aber Katrin, du hast mir erzählt, du hast ja auch schon öfter mal mit echten IT-Profis zu tun gehabt, die auch gar nicht so genau wissen, was das Darknet ist. Und generell Menschen, die fachfremd sind, haben grundsätzlich nicht so viel Ahnung über das Darknet. Und das sind die Zielgruppen, die wir heute erreichen möchten. Wäre das jetzt hier eine Universitätsveranstaltung, würden wir sagen, das ist das Einführungsseminar ins Darknet. Wir werden über Mythen sprechen, wir werden über falsche Annahmen sprechen, wir werden darüber sprechen, wo ist das Darknet, wie kommt man da rein, was darf man darin machen, was ist das Darknet eigentlich, aber auch, was ist das Darknet nicht. Und ich würde vorschlagen, Katrin, wir fangen einfach mal ganz, ganz
basic an und ja, stellen uns einfach mal die Frage oder stellen die Frage in den Raum, dieses Darknet, was ist das, beziehungsweise wo finde ich das? Ist das, wo liegt das? Wie komme ich dahin? Genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage für den Anfang, um mal zu wissen, wo wir hinwollen. Also das Darknet ist natürlich Teil des Internets und das Internet besteht aus ja zwei Teilen. In den meisten Darstellungen wird es halt als Eisberg dargestellt. Der obere kleine sichtbare Teil ist das Clear Web oder auch Surface Web und alles, was man so mit dem Browser seiner Wahl ansurfen kann. Darunter liegt dann das Deep Web, das macht so circa 90% des Internets aus und ist auch gar nicht mehr so einfach erreichbar, denn hier gelten so zusätzliche Zugangsbeschränkungen. Die meisten kennen das zum Beispiel aus dem Firmennetz, wo man sich erstmal ins VPN, ins Virtual Private Network einwählen muss oder eben hinter irgendwelchen Logins. Und hier drin gibt es nochmal einen separaten Teil, das Darknet. Und genau an dieser wichtigen Stelle geht dann auch die Eisbergmetapher irgendwie flöten. Und ich würde lieber auf so eine Disco umschwenken. Also auf die Tanzfläche kann jeder, das ist das Clear Web. Dann gibt es die Private Area, das ist Deep Web. Und dann gibt es nochmal den VIP-Bereich mit seinen ganz eigenen Regeln, das Darknet. Das klingt ein bisschen so, als hättest du gerade das Berghain beschrieben. Ja, wahrscheinlich. Aber Der Dark Room. Der Dark Room, genau. Aber sag mal, Dark Web steht jetzt hier. Darknet, Dark Web, gibt es da eigentlich grundsätzliche Unterschiede oder meint es beides das Gleiche? Nee, nicht so ganz. Also das Darknet umfasst wirklich alles, was in diesem VIP-Bereich passiert, was man mit Webseiten, also man kann Webseiten browsen, E-Mails checken, File-Sharing machen, alles. Das Deep Web sind wirklich dann nur die Webseiten. Aber ich nehme es auch nicht so ganz genau. Darknet, Dark Web, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, und kommen wir nochmal ein bisschen zu der Geschichte des Darknets. Das Darknet ist nämlich tatsächlich schon älter als das World Wide Web. Entstanden ist der Begriff 1970. Und bezeichnete damals alle Teile, die nicht zum ARPANET, also dem Advanced Research Projects Agency Network, gehören. Und bereits 1971 fanden dann auch schon die ersten Drogenverkäufe da statt, beziehungsweise die Koordination von Drogenverkäufen über die Newsgroup Alt Drugs. Und dann passierte erstmal ziemlich viel Entwicklung im Clear Web. Es entstanden viele Dinge, die wir heute so als ja, gegeben hinnehmen. Dank Tim Berners-Lee, nämlich die Browser, die Webseiten. Danach kam natürlich auch das Shopping, wie wir es kennen. Und das war halt bis in die 90er noch gar nicht so. Ne? Das kam erst dann. 2002 begann dann US Naval Research, also einer militärischen Abteilung, die Entwicklung des Tor-Netzes. Das Tor-Netz erklären wir dann später noch genauer, denn das ist auch die führende Technologie im Darknet. Richtig populär wurde dann der Begriff Darknet mit einem Artikel von Microsoft im gleichen Jahr. Es war eigentlich so ein Anti-Darknet-Artikel. Vier Microsoft-Angestellte haben sich nämlich darüber beschwert, dass das Vorhandensein von Darknetzen der wesentliche Hindernisgrund sei, funktionierende Technik zur digitalen Rechteverwaltung zu implementieren. Ja, aber was soll man sagen? Der Siegeszug war, sogar trotz dieses Artikels nicht mehr aufzuhalten. Und 2006 ging dann das Tor-Projekt vom Militärbetrieb in öffentliche Hände und war somit für jede nutzbar. 2009 gab es dann nochmal einen Boost, gerade für die illegalen Geschäfte mit der Erfindung des Bitcoins. Und es dauerte dann aber noch bis 2011, als der erste Darknet Marketplace entstand. Das war die Silk Road. Silk Road war, glaube ich, ein Drogenshop, oder? Genau. Okay, so viel zur eine kleine Abhandlung der Geschichte. Kommen wir mal ein bisschen zu Land und Leute, denn wir haben das Ganze ja ein bisschen als eine kleine Reise, als eine kleine Kaffeefahrt aufgezogen. Und dazu gehört es sich natürlich, wenn man andere Kulturen kennenlernt, dass man sich auch ein bisschen umschaut und mal guckt, wie gestaltet sich das eigentlich, die Umgebung und wie sind die Leute? Wen trifft man da eigentlich überhaupt? Ja, wir haben ja eingangs von Mythen und Missverständnissen und falschen Annahmen gesprochen. Und ich glaube, wenn man draußen auf der Straße Leute fragt, was glaubt ihr, wer tummelt sich denn im Darknet, dann werden wahrscheinlich alle sagen, es sind Hacker, es sind Kriminelle, es sind moderne Drogenhändler, es sind moderne Waffenhändler und so weiter und so fort. Ja, die finden wir. Und die werden wir sogar nachher ganz, ganz explizit, ganz bewusst
aufsuchen. Aber das Darknet hat auch eine andere Seite, eine vermeintlich gute Seite. Denn man trifft auch dort andere, zum Beispiel Journalisten, Dissidenten und Whistleblower. Warum? Wir wissen alle, das Internet ist nicht überall ein Ort der freien Meinungsäußerung. Manche Leute leben sehr gefährlich, wenn sie dort die Wahrheit sagen, beziehungsweise sich nicht, keine Lügen mittragen und so weiter und so fort. Und deshalb ist das Darknet auf der anderen Seite für diejenigen, auf die das zutrifft, sozusagen der Ort, in dem sie freie Meinungsäußerung walten lassen können. Bedeutet im Umkehrschluss, dass das Darknet durchaus auch ein Ort ist, der demokratisches Handeln und Denken durchaus fördert. Terroristen, wie gesagt, findet man da eher weniger. Aber ich finde auch die Frage, die sich dann oft stellt, ist, sollte man das Darknet verbieten, wenn sich da so viele Kriminelle tummeln, zeigt einfach nur, wie gut es uns geht und dass für uns so das Thema der freien Meinungsäußerung gar nicht an erster Stelle steht, weil es einfach gegeben ist. Ganz genau. Das ist durchaus ein Luxusproblem. So, über die Leute haben wir eben gesprochen, also darüber, wen wir dort treffen, was sind die typischen Protagonisten, die typischen Akteure. Kommen wir doch mal ein bisschen auf die Sehenswürdigkeiten zu sprechen. Und auch dort haben wir es wieder mit vielen Missverständnissen zu tun. Würde ich wieder rausgehen und auf der Straße ein paar Leute befragen, dann würden sie sagen, na klar, Drogen, Waffen, Pornos, gefälschte Pässe und so weiter und so fort. Das ist die Hauptware, die im Darknet gehandelt wird, denn das Darknet ist ja ausschließlich ein Drehkreuz für diese Angebote. Aber ganz ehrlich, das stimmt nicht. Also oben mal ein kleiner Screenshot, wie das so aussieht mit wie so die typischen Drogenmärkte, Silk Road, du hast es eben angesprochen, wie da so die Auslage aussieht. Wie gesagt, das ist das primäre Bild, da gibt es vor allem Drogen. Aber tatsächlich, das, was ich eben genannt habe, diese Pornos, Drogen, Waffen, gefälschte Pässe und so weiter, die machen den Kohl gar nicht fett. Es sind ganz andere Dienstleistungen und Angebote. Es ist vor allem File-Sharing, es ist geleakte Daten. Das zahlt ja ein bisschen darauf ein, was wir eingangs gesagt haben. Da werden unter anderem Daten im Sinne des Guten gewhistleblowed, geshared, sozusagen weitergetragen. Aber eben diese dunklen Angebote, Drogen, Waffen, Pornos, Fetischgeschichten aller Art, ja, die finden wir eher unten im einstelligen Prozentbereich. Also dieser Mythos ist schon mal ganz klar debunked, beziehungsweise aufgelöst. Ein Mythos, wo wir schon dabei sind, der sich wirklich hartnäckig hält, ist der Mythos der sogenannten Red Rooms. Red Rooms sind Räume, aus denen heraus, also Chaträume, aus denen heraus angeblich Folterungen, Vergewaltigungen oder Tötungen live gestreamt werden sollen, oft gegen Geld aus dem Darknet heraus. Wir werden gleich erfahren, warum dieser Mythos eigentlich Bullshit ist. Denn aus einer rein technologischen Sicht ist das per se gar nicht möglich. Aber wie ist das so mit Mythen? Die halten sich hartnäckig und es werden ganze Bücher verfasst, die auf diesem Mythos basieren. Wir sind hier, um einmal ganz klar aufzuräumen und zu sagen, Red Rooms im Darknet, das ist kein Fakt, das ist eine Fiktion. So viel zum Thema Land und Leute. Ich glaube, wir sollten uns langsam mal ein bisschen ready machen für die eigentliche Fahrt ins Darknet. Und wir sind jetzt schon beim Onboarding sozusagen. Und jetzt gilt es schon mal, seinen Platz zu suchen und sich vielleicht schon mal anzuschnallen. Denn langsam wird es ernst. Aber bevor wir absteigen in die dunkle Seite des Internets, wollen wir noch mal vorher ein bisschen, ja, wie im Flugzeug von der Stewardess eine kleine Einweisung machen. Und Katrin wird jetzt ein bisschen was über den technologischen Unterbau des Darknets erzählen, denn wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag und wir wollen auf jeden Fall, dass ihr etwas mitnehmt, darunter nicht nur, wie es aussieht im Darknet und wie man da reinkommt, sondern auch, wie das Darknet aufgebaut ist von der Technologie her. Daher hinsetzen bitte und fasten your Seatbelts. Genau, aber vorab haben wir nochmal einen kleinen Klugscheißer-Modus, denn das Darknet ist ja nur der Oberbegriff für diese ganzen Deep Webs. Das Tornetz ist das führende System, aber es gibt halt deutlich mehr, und, um mal ein paar Namen zu nennen. Es gibt das Invisible Internet Project, GNUnet, RetroShare, die funktionieren alle so ein bisschen anders, aber ja, in der Praxis meint man mit Darknet eigentlich das Onion Web. Oder das Onion-Net. So, genau. Kommen wir zur Technik.
Und erklären auch damit, wie die Sicherheit und auch die Anonymität genau funktioniert. Also wenn man sich mal überlegt, wie so ein normaler Request funktioniert, ich surfe zum Beispiel, keine Ahnung, Netzpolitik.org an, direkter Request, mein Rechner kennt die IP von Netzpolitik, die kennen meine Browser-Einstellung und was ich sonst noch so preisgeben möchte. Und wenn Isa in meinem Netzwerk sich befindet, könnte sie sogar mit ein paar Tools mitlesen, wohin ich surfe. Oder die Polizei könnte nachverfolgen, was ich in welchem Forum gepostet habe, also nicht anonym. Im Tornetz werden die Nachrichten deshalb nicht direkt verschickt, sondern über Zwischenstationen, so ein bisschen wie ja, Geldwäsche oder Kettenbriefe oder so. Und jede Station kennt wirklich nur den direkten Vorgänger und den direkten Nachfolger. Dazu wird beim Eintritt in das Darknet, also an der ersten Station, dieser Request schön verschachtelt. So, und hier sehen wir das nochmal ein bisschen technischer. Und da sieht man dann auch schon diesen Zwiebellook. Jede Schicht, die dazukommt, sieht dann im Querschnitt aus wie so eine Zwiebel. Also ein Request besteht aus Metadaten und Inhalt. Und das wird halt beim Eintrittsknoten, wird dieser Request verschachtelt, sodass für jede Station eine Schicht mit neuen Header, mit neuen Metadaten und neuen Inhalt gibt. Genau. Und jede Station wird auch speziell für so entschlüsselt oder verschlüsselt, dass nur diese Station das entschlüsseln kann. Das funktioniert mit asynchroner Verschlüsselung. Das heißt, die Requests, wenn man sich so einen aus der Mitte rausfischt, die können nicht entschlüsselt werden, die können nicht mitgelesen werden, kein Woman-in-the-Middle-Attack von Kriminellen oder Kriminologen ist da möglich. Und der letzte Knoten, der ist entweder selbst im Darknet oder außerhalb und das regelt dann der Zielknoten oder der Ausgangsknoten, wohin er dann den letzten Request schickt. Alle Darknet-Adressen enden auf .onion und sind mit dem normalen Browser nicht aufrufbar. So, das klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert mit mehreren Schichten und Requests und Verschlüsselungen und mehreren Schlüsseln und so weiter. Das ist auch kompliziert, aber zum Glück nicht für uns. Für diese Art des Routings braucht man nämlich einen speziellen Browser und der regelt einfach alles für einen. Man muss ihn nur runterladen und fertig. Und das ist auch wirklich super easy. Ich habe selten ein Tool gehabt, was so gut dokumentiert ist. Wir haben den Link auch für euch hier hinterlegt. Ja, einfach mal ausprobieren. Genau, das ist unser Nutzwertanspruch. Genau. Und hier nochmal vereinfacht dargestellt, wie dieses ganze Tornetz aussieht. Es gibt ganz viele Knoten und beim Start zieht sich der Tor-Browser eine Liste der verfügbaren Knoten vom Verzeichnisserver und sucht sich dann so zufällig eine Liste durch das gesamte Netz. Sie ist immer, ja, immer zufällig und der Eintrittsknoten, wie gesagt, regelt die Verschlüsselung, Verschachtelung der Austrittsknoten dann den Zielserver. Alle Verbindungen im Tornetz sind auch nochmal verschlüsselt. Genau, zusammengefasst kann man sagen, Tor-Browser, Onion und eine Onion-Adresse und mehr ist das Darknet nicht. Klingt nach einer ziemlich einfachen Gleichung. Ja, ne? Finde ich auch. So, jetzt wirklich das Ende des Theorieteils. Ja. Genau, jetzt so langsam ist der Motor eingeschaltet von unserem Reisebus und man spürt schon sozusagen die Vibration. Also spätestens jetzt sollten die Gurte sozusagen umgeschnallt werden, aber vorab müssen wir noch eine kleine Reisewarnung aussprechen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass eine Reise ins Darknet sich nur bedingt vorab planen lässt. Denn beim Darknet ist es tatsächlich so, und das Bild zeigt es einfach sehr, sehr schön, wir haben es mit einer etwas holprigen Strecke zu tun. Nicht selten haben wir es nämlich erlebt, dass wir sehr akribisch, so wie heute, unsere Routen vorbereitet haben und dann durchaus ein Angebot, das vor 2 Stunden oder vor 2 Tagen noch existierte, direkt nicht mehr da ist, von einem anderen übernommen wurde beziehungsweise verdrängt wurde oder sich ein komplett neues Angebot aufgezeigt hat. Also das ist manchmal nicht so einfach mit dem Vorabplan. Wir haben das hier natürlich nach bestem und Gewissen gemacht, aber auch hier müssen wir jetzt sozusagen uns unter Umständen überraschen lassen und hoffen, dass die Seiten, die wir im Vorfeld rausgesucht haben, also diese vordefinierte Route auch nochmal abfahren können. Und wie gesagt, was passt besser als so ein Bild? Aber keine Sorge, ihr werdet heil aus dieser Reise herauskommen. Das versprechen wir.
Und ich würde sagen, getreu dem Motto, wir fahren los, fahren wir jetzt auch einfach los, Katrin, oder? Oh ja, ja? Los geht's. Okay, dann lass uns rübergehen. Ich weiß, du hast den Onion-Browser schon gestartet. Mhm. Ich glaube, let's go. Ja, genau. Was sehen wir hier, Katrin? Genau, hier haben wir den Tor-Browser. Ich habe ihn schon vorab installiert und würde mich jetzt mal verbinden, damit er meine Route raussucht. Und schon kann es losgehen. Vorab schon mal direkt eine Frage, Katrin. Wir haben ja gesagt, das Darknet ist ja so ein Ort, in dem kann man sich auch super schnell verlieren. Beziehungsweise es ist schwierig, sich eine feste Reiseroute vorwegzusetzen. Es gibt so viel zu entdecken. Deshalb wäre meine Frage an dich, also wenn ich jetzt so drin bin im Darknet und das hat alles funktioniert, man hat es ja sehr schön gesehen, einfach Onion, Browser runterladen und losgehen. Aber wo fange ich eigentlich an? Also wo sind denn gute erste Fixpunkte, von wo aus man startet, seine Journey im Darknet? Ja, man muss halt irgendwie auf diese Onion-Seiten kommen, weil wir gesagt haben, Onion-Seite plus Tor-Browser ist das Darknet. Und mit dem normalen Browser kommt man ja da gar nicht hin, deshalb starten wir halt direkt mit dem Tor-Browser. Und jetzt muss man einen Begriff wissen. Und der Begriff heißt The Hidden Wiki. Hidden Wikis sind Linksammlungen fürs Darknet. Und ich gebe das jetzt mal ein. Das ist hier der DuckDuckGo-Browser. Hidden Wiki. Zack. Und jetzt, also man sieht, es gibt mehrere. Wir nehmen jetzt einfach mal die erste. Okay. Und dann sehen wir, genau, eine Linkliste für das Darknet mit ganz vielen Onion-Seiten. Katrin, ich muss immer lachen, wenn ich das sehe. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ja. Weißt du, woran mich das immer erinnert? Ich weiß nicht, du erinnerst dich sicherlich noch an die Anfänge des Internets, als man noch mit so 56K-Modems unterwegs war. Und vielleicht erinnerst du dich noch, dass es damals wirklich Linklisten gab, beziehungsweise ganze Link-Telefonbücher. Ja, oder gerne auch, auch gerne so in Computerzeitschriften. Genau daran erinnert mich das. Das stimmt. Das ist wie früher. Ja. Und wenn du dir mal so eine typische Seite anguckst, ich tippe mal jetzt hier eine an, das erinnert einen doch noch mehr an früher, oder? Ja, das ist wirklich so eine typische Seite. Genau. Ja, das ist unter nach neuesten UX-Kriterien würde dieses Angebot oder diese Seite hier gnadenlos durchfallen. Was haben wir hier alles, was heute verboten wäre? Helle Schrift auf dunklem Hintergrund, absolut nicht gängige Schriftarten. Also auch hier haben wir das Look and Feel von damals. Auf jeden Fall. Aber auch mit den Buttons. Genau, und ganz typisch immer die Quernavigation. Was aber fehlt, ist natürlich das Impressum, ne? Das würde heute auch nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Im Darknet ist das aber besser. Also gerade wenn man hier guckt, das ist, glaube ich, nicht so eine ganz legale Seite. Und naja, du machst dir ja auch kein Namensschild dran, wenn du einen Einbruch begehst. Also ehrlich. Es ist schon mit gutem Grund keine Impressum dran. So. Aber gehen wir mal zurück zu unserer Linkliste. Das können wir auch wieder zumachen. Mhm. Genau, wir können ja mal so von oben runter scrollen. Also was man sieht ist, es gibt verschiedene Kategorien und die sind auch in allen Wiki-Seiten ziemlich ähnlich. Also es gibt immer diese Links, dann ist da grob beschrieben, was zu sehen ist. Das ist, glaube ich, der Titel der Seite. Und die sind halt auch schon ein bisschen vorkategorisiert. Und das ist auch wirklich auf allen Seiten so. Es gibt erstmal so noch andere Hidden Wikis, wenn man jetzt direkt auf einer Onion-Seite lossurfen will. Dann gibt es natürlich auch immer irgendwas mit Bitcoins, dann gibt es Drogen, Waffen und so weiter. Foren, Nachrichtenseiten, Blogs, so. Mhm. Aber wir können jetzt einfach mal anfangen und klicken uns jetzt mal in irgendeinen Drogenshop rein. Hier, wir nehmen den. Der klingt mit People's Drugstore. Eine kurze Frage, die wahrscheinlich jeder hat, der sich mit dem Darknet nicht so gut auskennt und die ich am Anfang auch hatte. Jetzt bist du drin in diesem Drogenshop. Mhm. Jetzt mal ganz blöd gefragt, ist das nicht gerade, bist du jetzt nicht schon mit einem halben Bein im Knast? Ich hoffe nicht, nein. Also gucken ist erlaubt, anfassen nicht, also beziehungsweise kaufen ist nicht erlaubt. Das ist so ein bisschen so, du kannst dir das vorstellen, als wenn du hier in Hamburg durch den Schanzenpark rennst. Für die Nicht-Hamburger, der Schanzenpark ist halt ein Park, da gibt es alles, ne, von Parks, aber auch so
diese typischen Ecken, wo die Grasdealer stehen. Hier kannst du natürlich auch ganz normal, ganz legal durch diese Ecken laufen. Du kannst dich mit denen unterhalten. Du kannst dir auch, ich glaube, das Angebot angucken. Ich weiß es nicht. Aber solange du nichts kaufst, ist alles noch im Lot, ne? Es gibt hier nur eine Sache. Du kannst dir im Darknet alles angucken, bis auf Kinderpornografie. Da ist auch schon das Angucken illegal. Und deshalb würde ich mich als Darknet-Newbie nicht von den Seiten oder von diesen Trampelfaden, die uns so ein Hidden Wiki gibt, da würde ich mich abseits von bewegen. Also es gibt ja auch Darknet-Suchmaschinen, da weißt du aber nicht, was jetzt hinter dem nächsten Klick ist. Also deshalb bleiben wir mal hier safe auf unserer Drogenseite, wenn man das so sagen kann. People's Drugstore, die Drogen für die ganze Familie. Oh ja, steht hier oben Father, Mother, Brother, Sister. Mhm. Ganz Familieneinkauf machen. Wunderbar, genau. Vielleicht gibt es ja Rabatt. Ja, die Bilder sind so ein bisschen unscharf. Gut, aber dann gibt es noch so ein bisschen Informationen und auch eine Preisliste. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob das viel, wenig ist. Okay, also um das, um noch mal ein bisschen in dieser Mythen-Mottenkiste zu bleiben. Also wo Drogen sind, sind ja oft auch Waffen. Oh ja, genau. Die haben wir natürlich auch. Die haben wir auch, klar. Die haben wir auch. Guck mal, ein recht überschaubares Angebot eigentlich, ne? Waffen mit passender Munition. Hier ist natürlich dann auch immer die Frage, ob man das dann auch wirklich geliefert kriegt, ne? Gerade du kennst den Verkäufer nicht, du kannst dich nirgendwo beschweren. Ist das wirklich ein Angebot, wenn du hier mit Bitcoins überweist, kommt das überhaupt bei dir an? Und du kannst ja auch nirgendwo hingehen und sagen, Entschuldigung, mein illegaler Waffenkauf ist gar nicht angekommen. Das heißt, so ein Trusted Shop-Siegel für Darknet Shop gibt es jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, ist doch so eine Marktlücke vielleicht. Okay, also wir haben Drogen, wir haben Waffen. Wenn das jetzt ein richtig schlechter oder typischer Mafia-Film wäre, dann bräuchten wir jetzt noch gefälschte Pässe, Katrin. Oh ja. Und dann gucken wir mal. Die haben wir doch auch. Dann haben wir unser Starter-Kit für ein neues Leben in Anonymität doch eigentlich schon fertig. Ah ja, guck mal. Richtet sich an alle, die mit dem Brexit zu hadern haben hier. Oh ja. Ja, ist wahrscheinlich einfacher, so in die UK zu reisen, ne? Mit so einem gefälschten Pass. Ja, und bezahlt wird in Bitcoins. Der klassische Bitcoin. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen, sagen wir mal, bei den ganz klaren Handelsdienstleistungen unterwegs gewesen. Dienstleistungen ist das Stichwort. Genau. Da würde mich mal interessieren, was finden wir denn da in den Linklisten sozusagen oder wie du so schön gesagt hast, in den vorgetrampelten Trampelfaden, was für Dienstleistungen könnte ich denn jetzt sozusagen beziehen? Per Klick? Ja, also eine meiner liebsten Dienstleistungen ist auch wirklich, also wenn man schon eine Lieblingsseite im Darknet hat, dann ist es wahrscheinlich die hier. Von dem Rant der Hacker, der wunderbar angepriesen, macht das seit 16 Jahren und hatte auch noch nie einen echten Job. Deshalb hat er immer Zeit, um richtig gut im Hacken zu werden, bietet halt alles Mögliche an. Er hat auch viele Technical Skills. Ich weiß jetzt nicht, was er mit HTML hackt, aber gut. Mit PHP und SQL kommt er wahrscheinlich schon weiter, C++. Ja, und er bietet da auch Social Engineering an, verschiedene Sprachen. Und hier siehst du dann auch die Angebote gestaffelt von kleinen Jobs, große Jobs. Ja. Sag mal, Katrin, ist das nicht derjenige, den du mal kontaktieren wolltest für unseren Podcast? Ja, ich habe mich dann tatsächlich mal getraut, mich zu registrieren. Ein bisschen Angst. Machen wir mal hier die Hamburger Wissen. Einfach ein Passwort. Wer es nicht weiß, einfach das Pimmelgate suchen auf Google. Genau. Oder auf Twitter. Schwierigste hier dran ist das Capture. Das heißt, du musstest sozusagen diesen Weg gehen, um überhaupt erst mit ihm in Kontakt zu kommen. Genau, weil es ja kein Impressum gibt
Und deshalb dachte Stimmt, ich mir, ich logge mich mal ein. Ja. So. Meinem neuen Account. Also, ist doch super. Einfach hier. Gehen. Schwupp. Ich bin kein Roboter. Oh. Ja, da, vielleicht sehen wir jetzt hier gerade oder erleben wir gerade das, was wir eingangs gesagt haben, dass die Dinge nicht manchmal nicht so ganz planbar sind im Darknet. Ja. Vielleicht hast du dich zu oft eingeloggt und du bist ihm jetzt nicht mehr ganz koscher. Wenn das jetzt wieder nicht klappt mit dem Einloggen, dann müssen wir die Geschichte kurz abkürzen. Ah, es hat geklappt. Ich habe mich nur vertippt. Okay. Ja, und hier hat man dann auch direkt eine Nachricht, dass er einfach nicht mit einem so sprechen kann. Man muss ihn da schon auch beauftragen. Also kein Gespräch ohne Kohle. Nee. Und ich fand es halt ganz interessant, mal zu gucken, ob das wirklich so ein gutes Geschäft ist, wen er denn so alles hackt und so. Mhm. Aber gut. Und man sieht jetzt auch jetzt hat man nicht mehr Informationen. Es ist halt, ja. Es ist okay, aber gut. Kommt nicht an die Leute einfach so ran. Genau. Genau, aber nur vielleicht braucht man es mal, also einfach mal merken im Hinterkopf. Ja. Genau. So. Was wollen wir denn noch gucken? Naja, was wollen wir noch gucken? Also vor allem, wir haben über Drogen gesprochen, wir haben Waffenshops besucht, Hacker, gefälschte Pässe. Ich habe ja eingangs gesagt, dass das Darknet eigentlich gar nicht so ein böser Ort ist. Und ich habe ein bisschen Angst, dass manche jetzt vielleicht doch den Glauben an das Gute im Darknet verlieren. Was können wir denn tun, um eine gute Seite des Darknets einfach hier nochmal zu promoten? Ich wäre dann für die Bibel for you. Es ist wirklich ein interessantes Angebot. Es ist auch keine Dienstleistung, es ist einfach so eine nette Seite, die die Bibel in allen Sprachen, allen Auslegungen anbietet. Und was auch ganz praktisch ist, wenn du irgendeine Idee hast, eine Geschäftsidee, wofür du die Bibeltexte per API brauchst, auch das gibt's. Also es gibt nichts, was es nicht gibt im Darknet. Bibel per API. Genau. Ja. Ich gebe sie da nicht. Hattest du nicht gesagt, dass es die sogar auf Klingonisch gab, die Bibel? Nun. Nee, ich habe geguckt. Schade. Ich glaube nicht. Ja. Okay. Unsere letzte Station, haben wir uns vorgenommen, soll uns jetzt nochmal zu einem ganz klassischen Messageboard führen. Warum? Messageboards sind die Orte, wo tatsächlich Meinung ausgetauscht wird. Meinung, die woanders gestraft wird, aber auch manchmal ein bisschen schwurbelige Meinung. Also vielleicht so ein paar Verschwörungstheorien, vielleicht mal ein paar sehr krude Gedanken. Die finden, wie gesagt, auf diesen sogenannten Messageboards statt. Und auch ein solches möchten wir einmal kurz zeigen, bevor wir wieder ins Clear Web zurückgehen. Genau. Wir probieren mal hier aus, was das Pico Chen sagt. Ist halt ein ganz klassisches Messageboard. Sieht auch wieder so ein bisschen oldschool aus, ne? Clearweb gibt es ja auch. 4chan ist da, glaube ich, das Größte. Und hier kann man sich dann einfach so nach Themen durchklicken. Das ist hier das Political Incorrect. Der Name ist Programm. Thema, genau. Ja, man sieht, hier werden halt auch ganz normale Themen besprochen, auch ein bisschen Verschwörungstheorien und ja, natürlich wird der Coronavirus diskutiert. Natürlich. Aber genau, aber es gibt halt auch ganz normale Seiten da drin. Gut, unter Kunst hätte ich mir jetzt auch ein bisschen was anderes vorgestellt, aber ich glaube, man kann da auch einfach alles fragen. Findest du nicht, dass Kanye West Kunst ist? So, so. Mr. West. Oder je, wie er jetzt heißt. Ja. Ja, mit diesen Eindrücken würden wir diese Reise jetzt vorerst beenden, sozusagen. Wie gesagt, das Darknet ist ein Ort, in dem es so viel zu entdecken gibt. Was wir euch gezeigt haben, ist so eine ganz kleine vorgefertigte Reiseroute. Wie gesagt, wenn ihr erstmal über so ein Hidden Wiki einsteigt, ist das immer eine sichere Bank. Und wie Katrin gesagt hat, bloß nicht links und rechts von den gewohnten Pfaden weitergehen, sonst könnt ihr ganz schnell in sehr, sehr dunkle Ecken, sehr dunklen Ecken landen. Lieber über diese Linklisten. Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen Lust gemacht haben, selbst aktiv zu werden. Wie gesagt, es ist nicht verboten, ins Darknet zu gehen. Es ist sogar recht einfach. Und man kann viele spannende Dinge dort entdecken. Ja,
Wir für unseren Teil würden dann sagen, allzeit gute Fahrt. Vielen Dank fürs Zuschalten. Und vielleicht hören wir uns ja auch mal in unserem Podcast Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Vielen Dank. Bis dann. Vielen, vielen Dank, Katrin und Isa. Das war spannend. Jetzt geht's weiter mit Q&A. Wir wechseln dazu in einen Big Blue Button Raum. Die Adresse des Raumes ist im eingeblendeten QR-Code hinterlegt und lautet https://events.hexen.org/awesome_ada.html. Bis gleich.